Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist zu diesem dritten Video meiner Reihe Saxophon Basics. Nachdem wir uns jetzt mit Sound und Fingertechnik beschäftigt haben, möchte ich dir nun eine Übestrategie zeigen, die deine Herangehensweise ans Saxophonüben komplett verändern kann. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, du bist total motiviert, willst dein Saxophon schnappen, willst üben, aber du weißt gar nicht, was du eigentlich üben sollst. Du spielst von allem ein bisschen, aber nicht so richtig. Du spielst manche Stellen und Stücke schon Wochen, Monate, ja vielleicht sogar noch länger und du bemerkst aber keinerlei Fortschritt. Du suchst ständig nach neuen Antworten im YouTube-Universum, auf Instagram, TikTok oder vielleicht in diversen Foren und bist von dieser Flut an Wissen und Informationen eigentlich schon fast übermannt und overwhelmed, wie man so schön sagt. Du weißt eigentlich genau, wo deine Schwachstellen liegen, aber du weißt nicht, wie du sie richtig behandeln kannst. Mein Name ist David Brandt, ich unterrichte seit 17 Jahren Saxophon und ich zeige dir einen einfachen und klaren Weg, wie du mit effektiven Übestrategien garantiert besser wirst auf deinem Saxophon. Ich erkläre dir ganz genau, was du wie und warum üben musst, welche Übungen bei welchen Problemen wirklich helfen, wie du tolle Resultate bekommst, ohne eigentlich an Resultate denken zu müssen, wie du lernst, auf einen Weg und eine Methode zu setzen, ohne dabei mit Scheuklappen durchs Internet laufen zu müssen und wie du mit deinen Schwachstellen richtig umgehst. Du hast ein Stück, egal ob es aus 4 Zeilen besteht oder ob es einer deiner Lieblingssongs ist mit ausgeschriebenem Solo oder vielleicht sogar ein größeres klassisches Werk mit mehreren Sätzen. Ganz egal, was du spielen möchtest, ich gebe dir heute eine Methode an die Hand, mit der du eigentlich jedes Stück strategisch angehen kannst. Und diese Methode orientiert sich an dem Wort Übespanne. Genauer gesagt an dem Wort Spanne, was ich als Akronym benutze. Das blende ich dir jetzt ein und wir gehen jetzt die einzelnen Bestandteile dieser Übespanne einmal durch. Ganz am Anfang steht der Sound. Wenn du übst, probiere dich wohlzufühlen. Ja. Sound ist das Elementarste beim Instrumentspielen überhaupt. Ja, das ist das, was aus dem Instrument rauskommt. Das ist die Seele. Das ist das, was du reingibst. Das ist das, was der Hörer, was dem ins Ohr und hoffentlich auch ins Herz geht. Also den Sound zu entwickeln, das ist ganz, ganz wichtig. Und bevor du losübst, bevor du technisch wilde Läufe übst, versuch dich erstmal mit deinem Sound zu verbinden. Checke, ob dein Blatt gut ist, ob das richtig drauf gemacht ist. Komm in Resonanz mit deinem Instrument. 5 Minuten solltest du dir geben, dass du einfach mal ein bisschen spielst. Genieße den Sound. Was fühlt sich gut an? Ja? Verbinde dich mit deinem Instrument und komme in einen richtigen, in einen guten Sound. Ja? Das ist ganz elementar für jede Überroutine, dass du dich wohlfühlst beim Spielen. Nummer 2 ist die Pyramide. Was meine ich damit? Ich habe das Modell einer Übepyramide entwickelt, dass im Prinzip, wenn man sich einem neuen Stück nähert, dass das ganze Stück so ein bisschen hierarchisch aufgliedert. Also was muss ich zuerst machen, um schnell weiterzukommen in dem Stück? Die Übepyramide blende ich dir mal hier ein, die kannst du auch unter dem Video dir downloaden. Und diese Pyramide orientiert sich ganz stark an einem Prinzip, was du vielleicht aus einem anderen Bereich des Lebens kennst oder vielleicht aus anderen Bereichen des Lebens. Und zwar ist das die 80-20-Regel, die besagt, mit 20% der eingesetzten Mittel erzeugst du 80% des Resultats. Den größten Teil einer Sache schaffst du immer mit relativ wenig Aufwand. Und deine Aufgabe ist, diese eine Sache zu finden, die erstmal das Fundament setzt, die dir quasi so diese 80% absichert. Ganz, ganz oft, und das siehst du schon in dieser Übepyramide, da wird dieses Fundament, diese 80% werden erreicht, wenn der Rhythmus schon einmal steht. Ja. Das ist aus meiner Erfahrung bei 95% aller Schüler der Fall. Und ich unterrichte seit 17 Jahren und habe schon eine Menge Schüler unterrichtet, sämtliche Altersgruppen, Altersklassen, Profis oder weit fortgeschritten oder Anfänger. Und das ist so ein Ding, was sich durchzieht, der Rhythmus. Wenn du ein Stück spielst und du spielst nur falsche Töne, aber den Rhythmus einigermaßen richtig, wird das Stück trotzdem noch erkennbar bleiben. Andersrum
du spielst ein Stück, einen richtigen Ton, aber du den falschen Rhythmus die ganze Zeit, dann wird man das Stück nicht mehr erkennen können. Ja, das ist mal so eine ganz einfache Brücke, um die Wichtigkeit des Rhythmus eigentlich rauszustellen. Ja, also wenn das rhythmische Fundament erstmal steht, dann kannst du dich den anderen Dingen nähern. Und das wären dann die richtigen Töne natürlich. Das wäre dann die Gestaltung, die Artikulation, das wären Verzierungen bis hin, um schlussendlich das Originaltempo des Stückes zu spielen. Und diese Übepyramide kannst du im Hinterkopf behalten, wenn du dich einem Stück näherst. Damit du nicht, wie man das so oft macht, versuchst, im Endtempo zu spielen oder irgendeine wilde Spieltechnik sofort umzusetzen, sondern dass du Step by Step das Haus aufbaust. Und zwar vom Fundament bis zum Dach. Gehen wir weiter in unserem Wort Spanne und du kommst zum A. Das steht für Analyse. Ja, das klingt ein bisschen trocken, aber es ist, wenn du dich einem Stück mit System nähern willst, unerlässlich. Und du musst es nicht unbedingt schriftlich machen. Ich finde es gut, wenn man irgendwie sich ein bisschen was schriftlich festhält, weil ich auch so ein schriftlicher Typ bin. Wenn ich was schreibe, ist es für mich verbindlich. Es ist anders, es geht irgendwie in mich mehr rein, als wenn ich es mir nur so anschaue und hier im Kopf abspeichere. Aber da ist jeder Mensch anders. Wichtig ist nur, dass du so ein Stück einfach mal scannst. Ich blende dir mal ein, was für Parameter du zum Beispiel scannen kannst in so einer Analyse. Da sollten auf jeden Fall dabei sein die Tonart, die Taktart, was für ein Stil ist das, was für Spielanweisungen gibt es, gibt es problematische Rhythmen, welche Töne sind dir vielleicht nicht bekannt, was für eine Stimmung hat das Stück und. Und im besten Fall schreibst du das einfach mal auf ein weißes Blatt, ja, ganz unkompliziert mit deinen eigenen Worten, damit du einfach so eine kleine Stütze hast. Diese Analyse bringt dir ganz viel Klarheit. Wie ist das Stück aufgebaut in der Form, welche Tonart, welche Töne kommen drin vor, sodass du schon mal so ein bisschen vorbereitet bist, wenn du in das Stück dann reinspielst. Der nächste Buchstabe ist das Wort Neugier. Spiele alles, was du spielst, wie ein neugieriges Kind. Ja, das ist vielleicht für dich ein bisschen ungewohnt, das so zu hören, dass man so spielen soll. Aber wenn du dich mal in ein Kind hereinversetzt, oder vielleicht hast du Kinder, vielleicht hast du Enkel, wir waren alle mal ein Kind, ja, wir wissen, wie das ist, wenn man sich zum Beispiel als Kind über was freut. Ja, oder wenn wir ein Kind sehen, das sich über etwas freut. Das ist eine ganz andere Freude, als wenn du zu deinem 40. Geburtstag eine neue, weiß ich nicht, Waschmaschine bekommst oder irgendwas anderes. Klar freut man sich, aber die Freude, die ein Kind hat, wenn es irgendwie eine Kleinigkeit bekommt und wenn es das ist, dass Papa es heute aus dem Kindergarten abholt, ja, das ist eine ganz, ganz andere Freude. Die ist nämlich mit allen Sinnen, die ist mit dem ganzen Körper, die ist mit voller Emotion. Und diese Freude, die darfst du dir zum Vorbild nehmen. Dass du mit dieser Neugier, mit dieser, ah, dort ist diese Note, ah, das klingt so, das ist so, dieser Lauf, ah, interessant. Ja, das hält dich auch total in dem Stück drin und gibt dir immer wieder neue Perspektiven, ja, und lässt dich nicht in so eine Routine reinfallen. Du bist dann mit deiner Aufmerksamkeit voll im Prozess drin und das ist eine super Voraussetzung, um eventuell sogar in den Flow-Zustand bekommen, ja, wo du Raum und Zeit um dich herum vergisst und voll in deiner Sache aufgehst. Wenn wir weitergehen im Wort Spanne, kommen wir nochmal zu einem N und das bedeutet hier auch nochmal. Ja. Nochmal ist so gemeint als Wiederholung. Wiederholung ist elementar. Du kommst nur voran, wenn du etwas wiederholst. Alles, was wir tun, müssen wir wiederholt tun, damit wir es lernen. Ja, also dieses Nochmal erinnert dich immer daran, diese Wiederholung in den Fokus deines Übens zu rücken. Letztendlich haben wir das E, was für effektiv steht. Was ist die Sache, die dich wirklich voranbringt? Ja, das korrespondiert mit der Übepyramide, mit der 80-20-Regel. Ja, was ist die große Sache, die dich voranbringt? Welche Dinge sind wirklich effektiv? Was musst du tun, damit du das Stück spielen kannst? Wenn du einen tollen Sound hast und deine hohe Lage super klingt, dann musst du dich nicht die ganze Zeit auf die hohe Lage und auf diesen super Sound konzentrieren, auch wenn das natürlich am meisten Spaß macht, weil das funktioniert. Dann musst du versuchen, effektiv zu schauen, okay, die leisen, tiefen Töne fallen mir schwer, ich werde mich also darauf konzentrieren. Du kannst hier auch die Analyse zu Rate ziehen und zwar siehst du dann, du bist zum Beispiel in B-Moll und du hast ganz viele Synkopen drin. Also kannst du einen synkopierten Rhythmus in der B-Moll-Tonleiter spielen. Oder du spielst B-Moll in Terzen, um einfach die Tonleiter in die Finger reinzubekommen. Immer so überlegen, was ist effektiv?
Jetzt habe ich dir dieses Modell der Übelspanne vorgestellt. Wir sind die einzelnen Buchstaben durchgegangen. Du kannst dieses Modell, dieses Akronym unter dem Video als Download downloaden. Ich habe es da für dich bereitgestellt. Druck es gleich aus, leg es neben die Übelpyramide auf deinen Notenständer, wenn da noch Platz ist, und dann nutze das. Ja? Und du wirst merken, mit der Zeit kommt es auch von selbst. Du musst da nicht ständig bei jedem Stück immer gucken, habe ich das jetzt alles, sondern es ist wie so eine Checklist, die im Kopf dann auch abgehakt wird. Ja, das ist ja alles viel zu kompliziert, höre ich dich jetzt schon sagen. Das ist so viel Aufwand, ich habe gar nicht so viel Zeit oder ich will doch eigentlich nur schön Saxophon spielen und ich will ja nicht eine große Analyse und alles machen. Okay, super, dann mach das. Aber da musst du auch in Kauf nehmen, dass du halt eventuell nicht so schnell vorankommst oder vielleicht auch gar nicht vorankommst. Ja? Weil es hat sich nun mal erwiesen, dass alles, was wir Menschen tun und machen, mit System und Systematik besser wird. Ja? Immer wenn wir ein System irgendwo erzeugen, dann können wir einfach besser lernen, weil unser ganzes Gehirn ist so aufgebaut, dass wir in Kategorien und in Systematiken denken. Und wenn du an andere Bereiche des Lebens denkst, dann wirst du auch feststellen, dass das da auch so funktioniert. Ja? Ganz egal, welchen Bereich. Und ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe oft versucht, das Rad neu zu erfinden oder habe gedacht, Dinge passieren und kommen einfach. Und ich wurde immer wieder eines Besseren belehrt, wenn ich ein System, wenn ich eine Systematik anwende, geht alles viel, viel schneller. Ja, vielleicht fragst du dich auch, wie sollst du dir das alles merken? Klar, verständlich, ist viel Input. Ich habe es dir als PDF bereitgestellt, du kannst es dir angucken und es ist einfach die Sache, dass du es anwenden musst, dass du es nehmen musst. Wenn du das regelmäßig machst, verspreche ich dir, dass du das innerhalb von 1 bis 2 Wochen abgespeichert hast. Vielleicht hast du die Übelpyramide jetzt schon abgespeichert und kannst ungefähr schon die einzelnen Bestandteile aufsagen. Würde mich nicht wundern. Für mich ist Rhythmus kein Problem, kannst du vielleicht denken. Wenn das so ist, super. Dann fordere ich dich auf, suche nach der 80-20-Regel, suche die eine Sache, die dich am meisten weiterbringt. Vielleicht ist es Sound, das, was dir schwerfällt. Vielleicht ist es Artikulation. Ja? Dann baue diese Pyramide um. Dann setze das dorthin. Dann ist das dein Fundament. Ja? Wir sind alle anders. Jeder ist individuell und jeder hat seine eigenen Baustellen. Ich spreche natürlich aus meiner Erfahrung mit meinen Schülerinnen und Schülern, die ich unterrichtet habe. Und dort ist mir diese Rhythmusbaustelle am meisten aufgefallen. Vielleicht hat es dich abgeschreckt, eine Analyse zu machen, weil du denkst, ich bin so schlecht in musiktheoretischen Dingen, ich kann das überhaupt nicht. Ja, vielleicht ist es so, dass du da noch nicht so viel Erfahrung hast, aber ich lade dich trotzdem ein, schreib es in deinen eigenen Worten auf. Und wenn du noch nicht weißt, wie die Tonart ist, dann schreib mindestens die Töne auf, ja, die da drin vorkommen oder die Vorzeichen. Ja, oder mach dir Gedanken drüber, was für Rhythmen. Und wenn du nicht weißt, was eine Synkope ist oder was Offbeats sind, dann schreib vielleicht einfach hin, es gibt Viertel, es gibt Achtel, es gibt Überbindungen. Unser Gehirn arbeitet unbewusst auch mit und speichert schon mal ab, was alles dann quasi da im Stück auch vorkommt. Und es geht hier nicht darum, eine musikwissenschaftliche Abhandlung zu schreiben, sondern das ist ein kleiner Spickzettel für dich. Ja? Den sollst du nutzen, um effektiver und effizienter üben zu können. Und nochmal, wenn du das aufschreibst, dann schreibst du das nicht auf ein Blatt mit deiner Hand, sondern du schreibst das hier oben rein. Bin ich tief und fest überzeugt davon, dass das hilft, wenn wir Dinge aufschreiben, wir dadurch sie besser verinnerlichen. Die letzte Sache, die dir einfällt, ist vielleicht, ich habe gar nicht so viel Zeit, ich kann gar nicht so lange üben, um dieses große System abzuarbeiten. Das verstehe ich natürlich. Trotzdem geht es hier auch nicht um die Vollständigkeit. Also du musst jetzt nicht zack, 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 alle Punkte der Reihe nach abhaken. Vielleicht konzentrierst du dich einfach auf 2 oder 3. Ne? Wenn du schon mal bei jedem Stück, was du neu anfängst, die wichtigste Sache für dich rausfindest oder die wichtigsten Sachen, damit du schnell weiterkommst und die dann effektiv übst, nochmal spielst, wiederholst und ein bisschen Analyse gemacht hast im Kopf, dann hast du schon ganz paar Sachen abgearbeitet und es ist viel mehr Strategie, als wenn du einfach nur an das Stück gehst, losspielst und wild drauf losdudelst, sage ich jetzt mal so. So, du hast nun 3 wertvolle Methoden bekommen, die dein Saxophonspiel auf eine neue Stufe heben können. Natürlich musst du diese Dinge anwenden, sonst funktioniert es nicht. Wenn du das aber anwendest,
dann wirst du merken, dass du zu neuen Ufern aufbrichst. Ja, dann wirst du merken, dass sich was verändert. Wenn du regelmäßig Obertonübungen machst, wirst du merken, dass du die Position im Mund beim Saxophonspielen, dass du das registrierst, dass du diese Unterschiede einschätzen kannst und auch nachvollziehen kannst und auch bewusst beeinflussen kannst. Du eröffnest dir zum Beispiel die Möglichkeit, auch mehr Obertöne noch zu produzieren. Wenn du das ein paar Wochen, ein paar Monate machst, bist du daran gewöhnt und deine Muskulatur hat sich darauf eingestellt und du triffst vielleicht noch den vierten, fünften Oberton. Vielleicht hast du sogar die Möglichkeit, Toptones zu spielen. Also diese Obertonübung wird dich garantiert weiterbringen. Durch die Fünfer-Methode und die damit verbundene langsame und rhythmisierte Wiederholung von wenigen Tönen übst du ultra effektiv und du reißt dich in eine Reihe von ganz berühmten Musikerinnen und Musikern ein, die auch so üben. Ja? Schau mal auf Instagram bei den Shorts oder auf YouTube, such mal nach professionell Geige, Saxophon, Trompete üben und dann schau mal, wie die Leute üben. Kurze Abschnitte, viele Wiederholungen, rhythmisiert, langsam. Also das ist kein Hexenwerk und das ist auch nicht meine Erfindung. Das ist einfach nur ein System, was sich bewährt hat und was funktioniert, damit deine Finger schneller werden und lockerer. Wenn du das Übespanne-Prinzip anwendest, hast du jederzeit eine systematische Anleitung für jedes Stück, was du spielen möchtest, dabei. Du kannst es, wie ich schon gesagt habe, auf kleinere Stückchen anwenden, du kannst es auf Songs anwenden, du kannst es auf große Stücke anwenden. Es ist wie eine innere Checklist, die du im Prinzip abhaken kannst und an der du dich orientieren kannst. Ein roter Faden, der dich durch das Stück führt. Alleine mit diesen drei Methoden kannst du schon ganz, ganz viel alleine schaffen auf deinem Saxophon. Stell dir nun mal vor, du könntest endlich in deiner Lieblings-Bigband mitspielen oder in deinem Musikverein. Du spielst endlich deine Lieblingsstücke. Du traust dich endlich auf eine Bühne. Oder du bist total stolz auf dich, dass du endlich das Solo von Englishman in New York auf dem Sopransaxophon spielen kannst. Oder diesen Blues am Altsaxophon. Oder das tolle klassische Stück, was du im Konzert gehört hast vor einigen Jahren. Vielleicht fühlst du dich nun endlich bereit, mit anderen in einem Quartett oder in einem noch größeren Ensemble mitzuspielen. Du klingst jetzt vielleicht auch endlich professionell und deine Finger bewegen sich auch immer lockerer und schneller. Das wäre doch schon eine feine Sache, oder? Wenn du diesen Weg nicht alleine gehen möchtest, sondern mit professioneller Unterstützung durch mich und Teil einer Gruppe hochmotivierter Saxophonistinnen und Saxophonisten sein möchtest, dann sei gespannt auf das nächste Video. Da werde ich dir ein Angebot machen, wie du mit meiner Hilfe und diesem ganzen System aber nochmal viel, viel individueller und ausgebauter weiterkommen kannst. Mein Wunsch ist, Menschen auf dem Saxophon voranzubringen, massiv voranzubringen. Ich weiß, wir alle haben Träume und wir wollen so viel tun dafür, diese Träume umzusetzen. Der leichteste Weg, einen Traum umzusetzen, ist, jemanden zu finden, der diesen Traum gelebt hat oder lebt und sich daran zu orientieren. Nun möchte ich mir nicht anmaßen, zu sagen, dass ich deinen Traum lebe, nein, aber ich bin Saxophonist, ich habe Saxophon studiert, ich habe es nicht nur studiert, sondern ich habe 500 Konzerte auf den Bühnen dieser Welt gegeben mit einem der besten Saxophonquartette in der klassischen Saxophonwelt und ich habe viel, viel erlebt musikalisch. Dieses Wissen möchte ich teilen. Dieses Wissen teile ich schon mit ganz vielen Menschen. Und durch die Möglichkeiten, die man heutzutage hat, durch das Internet, dieses Netzwerk, möchte ich einfach noch viel mehr Menschen daran teilhaben lassen. Wenn du diesen Traum hast, dann möchte ich dir helfen. Du bekommst in den nächsten Tagen ein Video, wo ich dir alles erkläre, wie dieses Angebot genau aussieht. Ganz kurz, was drin sein wird. Es werden auf jeden Fall 1:1 Sessions mit mir dabei sein. Es werden Online-Lektionen dabei sein und es werden auch gemeinsame Treffen live in Präsenz dabei sein. Und es wird auch regelmäßiges gemeinsames Üben dabei sein. Was richtig genial ist, es wird auch Input geben, nicht nur von mir, sondern von meinem Netzwerk. Ja, also von professionellen Saxophonistinnen aus ganz Europa, die dich an ihrem Wissen teilhaben lassen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 15 Teilnehmer. Das ist einfach aus dem Grund, weil ich mich auf alle Menschen, die dort mitmachen, voll und ganz konzentrieren will. Und wenn ich das für 50 Leute mache, ist es nicht möglich.
Also sei dir im Klaren darüber, wenn du dich dafür entscheidest, bist du in einer exklusiven Gruppe, wo du von mir betreut wirst. Alle weiteren Infos dazu, wie du dabei sein kannst, wie das alles abläuft, ganz genau erklärt, kommen im nächsten Video. Sei gespannt darauf und da erfährst du alles weiter. Du hast nun alle drei Puzzleteile des Saxophon Basic Trainings von mir erhalten. Mich interessiert, wie du das findest. Schreib gern deine Kommentare direkt darunter oder auf Social Media, in meinem Instagram oder per Mail. Ja, wenn du was Längeres loswerden willst, kannst du dich auch per Mail an mich wenden. Ich beantworte alle Fragen dazu und bin für dich da. In den nächsten Tagen erhältst du ein letztes Video von mir, in dem ich dir mein Angebot mache, wie du zum besten Saxophonisten wirst, der du sein kannst. Sei gespannt darauf und freu dich. Bis bald, dein David.